können wir die Tage auch nochmal irgendwie durchgehen. Tops und Flops. Verstehst du? Geschenkpapier. Klappe Action. Ne? Warte mal, ich gebe mal eben die Kombination ein. So. Ne, wie letztens gesagt, wollten wir noch mein Self filmen. Ja, ich gehe mal einen Schritt beiseite. So schaut es momentan aus. Quasi die Reste / Neuheiten. Kleines bisschen Werkzeug. Dann haben wir hier noch eine alte Vulkan-Batterie. Es sind aber keine Batterien drin, sondern nur Klebepatronen. Fand ich eigentlich ganz witzig. Ne? Und ja, die Batterie selber taugt nichts. Ja, also das war nicht so meins gewesen. Also, Rechnung. Da haben wir einmal das Hip-Hop. Finde ich eigentlich ganz cool. Hat 41 Teile. Klingt zwar erstmal wenig, aber es sind keine Knallerbsen. Und auch keine Wunderkerzen bei. Von daher finde ich das ganz cool. Schade finde ich nur, dass das nicht die alten Bombetten, fliegenden Bombetten sind. Na, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz nice. Dann haben wir hier noch einmal Funke-D, ein Ganzen. Das Ganze auch noch zweimal. So, dann habe ich hier einmal ein Paket Heuler noch, auch von Funke, sind die ganz normalen. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8, 9 mal die Blitzknatterbälle von Weco mit A25 Stück. Ja, also sprich 225 Bälle. Da sollte sich bestimmt auch irgendetwas Witziges draus machen lassen. Ging ja flott. Dann hätten wir die gleich auch noch. Hatte ich letzte Woche bekommen. Da haben wir einmal und zweimal die Superböller 2 von Funke. Sehen gar nicht größer aus. Ne? Ach, kein bisschen. Kann man ja einmal kurz zeigen. Ich hätte die jetzt mir ein bisschen größer vorgestellt. Doch, ein bisschen dicker sind die. Ja, so. Das kommt schon hin. Aber die Höhe, das ist nochmal ein Drittel mehr. Ja, man muss ja bedenken, der Böller hat eine Seele. Ne? Also sprich, eine Schwarzpulverseele, die quasi durchgängig ist. Und nicht nur in so eine Kammer, wie das bei den Tonschreibern ist. Schade, dass die Dinger so schnell ranzig werden, ne? Ja, die Dinger selber nicht, ne? Das Papier, ne? Das fliegt einfach. Aber ich meine, es ist trotzdem geil, es ist wie früher. So, ich glaube, ja komm, die erste Tasche nützt ja eh nichts. Give me the ball. Gimbal. I sit down. So, dann haben wir hier noch einmal so, nee, nicht noch einmal, sogar zweimal das Tosh-Pyro-Bombenrohr. Müsste einmal das Rohr 1 und einmal Rohr 3 sein. Da hatten wir uns ja echt gewundert, also das war schon echt phänomenal gewesen, was da für eine Ausbreitung hintersteckt. Kaufempfehlung? Auf jeden Fall. Ja, 30er Millimeter, 30er Durchmesser. Aber das kommt den Diamond-Bombenrohr schon ziemlich nah. So, dann haben wir hier einmal von Nico, zweimal von Nico die Röhlis. Finde ich eigentlich ganz gut. Gibt Schlimmeres.
Dann habe ich hier einmal die Flashing Thunder von Vulkan. Auch nochmal eine zweite, beziehungsweise eine halbe. Die haben eine NEM von 8,3 Gramm. Fand ich persönlich aber nicht lauter als jetzt Nico Flashbang. Was vielleicht daran verschuldet ist, dass die dann noch so einen kleinen Effekt oben am Himmel haben. Ne, hatte ich mir eigentlich mehr von versprochen. Aber it is wie it is. So, dann haben wir hier noch drei Nico Flashbangs. Wenn sich da nicht doch, da bewegt sich noch einer. Dann sind vier. Gut, mach den Haufen jetzt aber nicht fett. Dann habe ich hier einmal, zweimal die Jaure Exclusive. Für 3 Euro auch absolut top. Ne? Hat zwar nur 7 Schuss, aber mit 20 mm. Aber die Ausbreitung ist echt phänomenal dafür. Ne? Das ist dann quasi so, so eine Goldbrokatkrone, die an Himmel ist. Und ich sag mal, für 20 mm ist das schon echt was Feines. Dann habe ich hier noch einmal die Leslie Gold. Noch eine dritte Jorge Exklusiv. Also Jorge, die Leslie Gold ist, glaube ich, auch, kennt, glaube ich, so ziemlich jeder. Da braucht man nichts groß zu sagen. Dann die Jorge Red Meteor. Also 26 mm, 27, 26. 7 mal 26 mit einer NEM von 95 Gramm. Ja, also absolut Bombe, absolut top. Ja, also was die an Ausbreitung hat, eine absolute Kaufempfehlung. Das Ganze habe ich dann auch noch ein zweites Mal. Noch ein richtiger Klopper, die Tosh Pyro 56. Ja, also erstmal das Design finde ich schon mal richtig nice, ne? Richtig edel, richtig cool. Kurz und knackig. Ja, ich lass mich mal kurz zählen. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 18. Ja, genau. Und, fängt mit der Fontäne an. Dann müssten 6x einen Dreitonheuler aufsteigen, auf Schlag natürlich, und dann auch nochmal auf Schlag 10x, ja, wie soll man sagen, Gold Crackling. Knister? Ja, Knister ist zu einfach. Also so eine Art, ja, Crackling. Ne? Also unglaublich, was am Himmel steht. Also das ist unglaublich. Unglaublich. Ne? Für einen Zehner sollte man sich vielleicht auch mal mitnehmen. Wer Ying sagt, muss auch Yang sagen. Bin ich dieses Jahr nicht so gekommen. Aber es ist ja nicht mehr lang. So, dann habe ich hier noch eine Bloody. Muss man, glaube ich, auch nichts groß zu erzählen. Kennt ja auch jeder. Hat jeder schon mal irgendwann in der Hand gehabt. Wobei ich sagen muss, die Charge dieses Jahr war nicht so sexy wie das Jahr davor. Dann habe ich hier noch eine Poison. Reno, Arthur, Aquilia und wie sie sonst noch alle heißen. Fast and Furious und hast du nicht gesehen. Dann eine Fiesta von Vulkan. Ich sag mal, die Farben sind eigentlich echt schön. Auch die Feuertöpfe, die gleichzeitig mit abgeschossen werden. Aber am Himmel weiß ich nicht. Ja, also das geht am Himmel irgendwie komplett unter. Und dann habe ich ja noch so ein Paket Moskitos, aber das müsste gleich eigentlich noch öfter aufkreuzen. Gut, räumen wir einmal kurz weg und dann holen wir den Karton raus.
Filmst du mich jetzt etwa dabei, wie ich das wegräume? Den Ton wird man so oder so nicht hören, weil du jetzt gerade in einem Dings bist. Timelapse. Pyro 60? 60A. Er wird beworben als 60. Ist letztes Jahr als 60A angeboten worden. Hatte ich direkt zugeschlagen. Ja. Oh, was sehen denn meine? Und da, eigentlich ganz schön, wenn man sich mal wieder anschaut, was man denn so alles hätte und vielleicht doch noch hat. Sollen wir mal den Zuschauern zeigen, was da drin ist? Mach ich ja. Ja, da habe ich noch einmal, zweimal, dreimal eine Leslie Gold drin. Einmal, zweimal eine X-Plode Lowrider. Ich hoffe, man kann es sehen. Habe ich richtig rum? Ein Schinken Böller D von, weiß ich gar nicht, ich glaube, Weco ist das so. Ja. Ne, ist noch von vorletzten Jahr oder vom Jahr davor, ich weiß es nicht. Hier habe ich auch noch ein Päckchen von den Leslie-Böllern. Kannst du gleich mitnehmen. Meine waren gut. Ja, meine auch. Nicht. So, dann haben wir hier noch einmal eins. 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Moskitos von Leslie. Ich hatte die dieses Jahr das erste Mal gehabt und ich bin hin und weg gewesen. Also ich finde die so geil. Ich finde die so geil. Jetzt weiß ich nicht, ob ich eine gute oder eine schlechte Charge hatte. Ich habe ja irgendwie gehört, es gab mal gute, es gab schlechte. Ja, also ich fand die einfach nur krass. So, dann ein ganz, ganz kleines Schätzchen. Eine XP013 von X-Plode. Ja, ist ein Schnapper für einen Euro. Möchtest du was dazu erzählen? Für das kleine Teil mächtig. Ja, also für den Euro, da kommt schon echt gut was raus. Ne? Also ich war echt überrascht gewesen. Wo ich das in der Hand hatte, dachte ich, das will man mich verarschen, weil es auf dem Foto wesentlich größer aussah. Ne, aber das ist echt top. Ne? 27 Gramm NEM. Also quasi wie so ein Fingerdick. Keine Ahnung, hier steht glaube ich gar keine. Auf jeden Fall für zwischendurch ziemlich nass. Ja, ne, 27 Gramm NEM. Ne, fand ich wirklich top. So, was sehe ich denn da? Da haben wir noch einmal. Zweimal, dreimal von Nico die Flashbangs. Ich weiß gar nicht warum. Ich hole mir irgendwie jedes Jahr ein Paket davon, aber es wird nicht weniger, es wird eher mehr. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich keinen Bock habe, mich zu bücken. Ich weiß es nicht. So, und jetzt noch so ein kleiner Sahneanblick. Noch 15 Mal die Tosh Pyro 60. Auch beworben letztes Jahr als 60A. Warum 60A? Ist eine Fehlcharge gewesen oder ist es immer noch? Normalerweise ist es eine reine Blinkerbatterie. Nur hier ist dann quasi, der Fehler steckt hier drin, dass sowohl Blinker als auch Crackling drin ist. Aber selbst das ist geil. Also, ja, ne? Also ich finde es mit 5 Euro ein bisschen. Geht schon Richtung hart an der Grenze, aber
Für 3 Euro ne, habe ich mir direkt eine ganze VE mitgenommen, ohne irgendwie groß nachzudenken. Obwohl, ja doch, also für den Effekt für 5 Euro finde ich ein bisschen hart. Wenn es jetzt wirklich die reine Blinkerbatterie gewesen wäre, dann wäre selbst die 5 Euro wären berechtigt. Hatte ich ja auch noch gehabt, 3 Stück zu Silvester. Also die waren echt schön und ja, die waren 5 Euro wert. Ne? Aber hierfür na, kommen wir schon echt an eine Grenze. Gut. Einmal wieder alles zurück. Wieder zurück. Zurück muss das. Das muss zurück. Jetzt haben wir es aber. Jetzt auch noch nicht mehr. Ist offen. Auf zum Endspurt, das Finale. Feuerwerki, Firework. Was mag das wohl sein? Oh, Funke. Funke, Funke, Funke. Und zwar eine ganze VE. Da hat sich jemand nicht lumpen lassen. Eine ganze VE China Böller D. Ja, lumpen lassen sich andere. Ich will mich ja fragen. Ach, ich sag besser nichts. Da haben wir einmal eine VE D. Komm schon. So, der ist noch zu, der bleibt auch zu. Nochmal eine ganze VE Super Böller 2 von Funke. Meine Bemerkung dazu, ich hätte den mir echt größer vorgestellt. Also den Karton hier von selber, ja, ne, hätte ich echt gedacht, ach, der wird wohl so sein. Und der vielleicht dann zweimal so wie der. Ja, aber ich meine, mir ist egal. Es ist quasi genau angepasst für den Safe und ja. Ja, also das sind quasi meine Reste plus die ersten Neuheiten für dieses Jahr. Und ja, ich würde sagen, bleibt dran. Wir haben noch Tolles mit euch vor. In dem Sinne, NDT, na dann tschüss. Ich habe es mir mal ein bisschen abgesehen von den ganzen YouTubern, Patrick, dass viele YouTuber zum Abschluss immer die Hand vor der Kamera machen. Meinst du so? Machen wir nicht. Radikal. So sieht das aus. Da stand die 60A. Ja. Du filmst mich jetzt aber nicht dabei, wenn ich so rein. Ach, ich hab noch was vergessen. Siehst du, deswegen ließ ich auch die Kamera laufen. Ich hab ja noch ganz was vergessen. Oh Mädels, guck mal. Ich hab hier noch ein angebrochenes Paket Rocket Rally. Womit ich alles andere als zufrieden gewesen bin dieses Jahr. Weiß ich nicht, ne? Entweder waren da schwarze Ringe bei oder Ausbreitung Effekt. War Ringe, die Ausbreitung war nicht schön. Und ja. Gut, ne, in dem Sinne, NDT.